So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Blatt Grün Nuzlocke. Heute mal wieder eine Aufnahme alleine, also heute keine Gäste dabei. Ich war am Ende der letzten Aufnahme noch ein klein wenig trainieren. Unser Nür ist inzwischen ein Amoroso. Die Entwicklung habe ich jetzt mal auch offscreen gemacht. Der hat inzwischen auch ein paar nette Werte, also der hat einen ziemlich guten Spezialangriff und eine recht nette Verteidigung. Kann man so lassen. Ich habe ihm Überreste als Item gegeben, weil ich mir von den Professoren mittlerweile den Detektor holen konnte und mir damit von den zwei Orten, wo die beiden Relaxo waren, die Überreste schnappen konnte. Die Attacken sind hier Surfer, Aquaknarre, Lehmschuss und Dornkanone. Was Besseres habe ich gerade noch nicht. Der kriegt wahrscheinlich noch einen Eisstrahl. So. Die anderen Überreste trägt gerade Lapriso und ja. Ansonsten hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Wir machen hier jetzt einfach mal weiter und wir müssen ja jetzt erstmal die nächste Arena machen. Ja, Dirkie habe ich ja rausgepackt aus dem Team, weil der in der nächsten Arena einfach nicht viel machen kann. Ist wahrscheinlich auch besser für ihn, wenn der hier draußen ist. Die Trainer nehmen wir hier alle mit, auch wenn wir die alle auslassen könnten. So. Eine Sache würde mich nur jetzt interessieren. Kriegst du sowas mit einer Aquaknarre gewonnen? Oh, und ich habe vergessen, die Animation wieder anzumachen. Beim Training habe ich die nämlich mal wieder ausgemacht. Sonst hat es zu lange gedauert. In Vulpix. Schauen wir mal, ob da auch eine Aquaknarre reicht. Ja. Gut, dann kann man ein paar Attackenpunkte sparen für die richtig großen Sachen, wie zum Beispiel jetzt ein Vulnona. Ui, Glut. Mächtig, mächtig. Gegen die Doppelresistenz, da macht es mir auch nicht viel aus, dass ich nicht wirklich viel Spezialverteidigung habe. Ach ja, stimmt. Hier wollte ich rein und die Animation wieder anmachen. Dann kämpfen wir uns jetzt hier schön fröhlich durch die ganze Arena durch. Solange sie hier nur so relativ schwache Pokémon entgegenwerfen, ist das ja alles überhaupt kein Problem. Haben die Überreste. Irgendwie ist schon niedlich, wie sie 3 KP abziehen mit der Glut. Level 41. Hui, da gehen die Werte aber wieder schön nach oben. Oh, wo kommt denn der Angriffsboost her? Plus 3. Ich hab doch nicht mal irgendwas verkloppt in letzter Zeit, was Angriffs-EV gibt. Ich habe eigentlich hauptsächlich Sachen verkloppt, die Verteidigungs-EV geben. Streber Olaf. Ach, das Ding ist nur Level 34. Das sollte eigentlich auch überhaupt kein Problem sein. Da haut er sogar noch mit dem Feuerwirbel daneben.
Ein Glumander. Dann kriegen wir unsere 3 KP wieder zurück. Vulpix. Irgendwie schon fast langweilig hier. Und ein Vulcano hat er auch noch. Der nächste bitte. Der Deep Boris mit einem Ponita. Der hat nur ein einziges Pokémon. Ja gut, dann ist das Level 41. Ich mache einmal mal einen Surfer da drauf. Stampfer. Ist ja auch niedlich. Hat zumindest schon mal doppelt so viel Schaden gemacht wie die Glut vorhin. Ach ja. So gehen die Kämpfe alle schön schnell. Oha, ein Galoppa. Mit einem Feuerwirbel. Wow, ein KP Schaden. Das war ja sehr mächtig. Level 42. Ja, da gibt es wieder ordentlich was auf die Verteidigung drauf. Der Gute ist halt ziemlich langsam, aber mein Gott. Dafür hält er was aus. Zumindest auf der physischen Seite. Und er kann auf jeden Fall auch sehr gut austeilen. Naja, eine Sache ist mir jetzt auch noch eingefallen, die ich gemacht habe. Ich habe mir von dem ganzen Geld, das ich beim Training verdient habe, für Yuki den Donnerblitz gekauft. Jetzt brauche ich noch einen Eisstrahl und noch einen Donnerblitz für ein, also den Eisstrahl für Nür und den Donnerblitz für Laprisu. Dann haben wir unser Team soweit eigentlich schon mal gut ausgestattet. Ach, sag das mal meinem Tornupto, der hat schon mal einen Krebutag mit einer Eruption gewonnen hättet. Streber Ronny ist das. Ist bestimmt auch ein Paladin aus den östlichen Pestländern. Und wer die Anspielung jetzt verstanden hat, der kriegt einen virtuellen Keks. So. Wir sind ohne wirklich Schaden zu kriegen zu Pyro gekommen. Tja. Dann gehen wir mal zu Mr. You Better Have Burn Heal.
den Fukano, Level 42. Hier werde ich auf jeden Fall auch nur mit Surfer angreifen. Ich habe noch genug Attackpunkte übrig. Und da kommt direkt sein Akani. Wenn das jetzt ein richtiges Akani wäre, dann würde ich sogar minimal Angst davor haben, weil, na gut, Stromstoß gibt es ja hier noch nicht, aber ansonsten bei Akani habe ich immer wieder die Angst, dass sowas Stromstoß können könnte. Aber Biss ist jetzt auch nicht unbedingt so toll. Das ist eine spezielle Attacke und der lässt mich zurückstrecken. Das Gute ist, dass ein Surfer auch ausreicht, um ein 5 Level höheres Akani zu killen. Und das reicht dann auch auf jeden Fall aus, um Level 43 zu erreichen. Ein Level 43 Punita. Na gut, wir bleiben jetzt einfach drin. Biss war, glaube ich, sowieso ziemlich das Gefährlichste, was er mir entgegenschmeißen konnte. Und wir kriegen ja jede Runde 7 KP durch die Überreste. Ui, ein Feuersturm. Ja gut, viel hätte der auch nicht abgezogen. Wir haben schließlich eine Doppelresistenz gegen Feuer. So, dann sind wir jetzt auf 88 KP. So, der Feuersturm trifft jetzt, aber tödlich wird der auf jeden Fall nicht. Ja, 15 KP hat er abgezogen. Team 38, das ist der Feuersturm. Kann die denn außer Conchan eigentlich jemand lernen? Skadi könntest du lernen. Na gut, das. Unsere Feuer-Pokémon können beide schon eine Feuerattacke. Ein Flammenwurf. Conchan kann, glaube ich, auch ein Feuerwirbel. Und ich bin jetzt nicht so der große Freund von Attacken, die so gerne mal daneben gehen. Gerade in einer Nuzlocke nicht. Auch wenn die Dinger manchmal ganz brauchbar sind. Und Feuersturm ist da generell noch eine schöne Attacke. Da ist der Bill. Naja, jetzt gibt es ja den kleinen Ausflug auf Island 1, 2 und 3. Ja. So. So, jetzt dürfen wir die Kleinigkeit da hinten erledigen und ich bin am überlegen, ob ich vielleicht noch den Glutberg machen soll. Jetzt kriegen wir auch noch den Tripass. Jetzt können wir zwischen Island 1, 2 und 3 hin und her. Und jetzt haben wir noch eine Karte von Island 1, 2 und 3. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir dürfen hier jetzt ein Pokémon fangen, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben ja außerdem ein paar Trainer zu verkloppen.
bei einmal. Wenn wir jetzt schon hier sind. Eigentlich kann ich ja Dirk hier jetzt wieder mit ins Team nehmen. Oh, kann ich nicht. Okay, alles klar. Ups, ich habe immer noch einen Kampfhunter auf dem Select. Gut. Dann gehen wir halt ohne Dirk hier erstmal weiter. Wen packen wir denn jetzt nach vorne? Lapriso, du hast zumindest eine Elektroattacke. Dann darfst du mal. In Europe. Nee, der überlebt das sogar. Tja. Wie verzweifelt ist man eigentlich, wenn man mit vollem KP schon Erholung einsetzt? Noch ein Europe, juhu. Oh, das wird jetzt enormen Schaden machen. Ein ganzes KP sogar. Das kriegen die Überreste fast nicht gegen geheilt. Das war jetzt knapp. Yugong hat die gute Dame auch noch. Eissturm. Willst meine Init verringern, hm? Wow, das hat sogar 3 KP Schaden gemacht. Ganze 3 Schaden. Soll ich mich davon denn nur erholen? Und nochmal 3 Schaden. Ein wildes Pokémon und es ist ein Tentacha, das haben wir doch schon. Wenn es so ist, wir haben doch da noch was. Ein Hyperball. Okay. Sonst nichts hier. Mauzi haben wir auch schon. Noch ein Hyperball. Ein Phlegmon, das haben wir ja auch schon.
Angela. Das haben wir noch nicht. Body Slam sollte das Ding überleben. Ist ja auch Level 33. Ja, locker. Dann überlebt er jetzt sogar noch einen. Es sei denn, ich kritte. Und paralysiert, sehr schön. Jetzt heilt er sich zwar wieder ein bisschen, aber auch egal. Die Pokébälle sind hier. Wenn wir jetzt schon zwei Hyperbälle gefunden haben, dann benutzen wir die doch wenigstens. So, jetzt haben wir ein Tangela. So, wie nennen wir denn dieses Tangela? Haben wir denn noch jemanden? Ach, ich weiß, wie ich den noch nennen kann. Das wird einfach der nette Bloody. Der Rest passt nicht mehr rein, also lasse ich es bei Bloody.